Kapitel 24. Arthas wusste nicht, wie lange sie sich unter der gefrorenen Oberfläche von Nordend aufgehalten hatten, in dem alten und tödlichen Königreich der Neruber. Als er blinzelnd wie eine Fledermaus wieder ins Licht trat, wusste er nur zwei Dinge. Zum einen hoffte er, noch rechtzeitig zur Rettung des Lichtkönigs zu kommen. Zum anderen war er aus tiefster Seele dankbar, dass er diesem Ort entkommen war. Das Königreich der Neruber musste einst ein wunderbarer Ort gewesen sein. Arthas wusste nicht, was genau er erwartet hatte, jedenfalls nicht die eindringlichen, lebendigen, blau-violetten Farben und auch nicht die komplexen geometrischen Formen, die einige Räume und Gänge auszeichneten. Sie hatten sich einen Hauch ihrer ursprünglichen Schönheit bewahrt, doch wie eine getrocknete Rose wirkten sie dennoch tot. Ein merkwürdiger Geruch durchdrang den Ort, während sie weitergingen. Arthas konnte ihn nicht zuordnen. Er war gleichzeitig stechend und schal, doch nicht unangenehm, zumindest nicht für jemanden, der an die Gesellschaft verfaulener Toter gewöhnt war. Schließlich hatte sich der Weg tatsächlich als Abkürzung erwiesen, wie Anub Arrak es vorausgesagt hatte. Doch jeder Schritt hatte einen hohen Blutzoll gefordert. Schon bald, nachdem sie eingetreten waren, waren sie angegriffen worden. Sie kamen aus der Finsternis. Ein Dutzend oder mehr Spinnenwesen fiebten wütend, während sie sich auf die Eindringlinge stürzten. Anub Arrak und seine Krieger nahmen den Kampf augenblicklich auf. Arthas hatte den Bruchteil einer Sekunde lang gezögert, dann hatte auch er seinen Truppen den Angriff befohlen. Die großen Höhlen waren erfüllt vom Kreischen und Fiepen der Neruber, den gutturalen Grunzen der Untoten und den schmerzerfüllten Schreien der Nekromanten, als die Neruber sie mit Gift angriffen. Dicke, klebrige Gespinste fingen einige der Untote ein und sie mussten hilflos miterleben, wie die Spinnengegner ihnen die Körper mit ihren Mandibeln abtrennten oder die messerscharfen Beine benutzten, um sie aufzuspießen und auszuweiden. Anub Arrak war der leibhaftige Albtraum. Er stieß ein schreckliches, hohles Geräusch in seiner gutturalen Sprache aus und stürzte sich auf seine ehemaligen Untertanen, mit verheerenden Folgen. Seine Beine schienen allesamt unabhängig voneinander zu agieren, und er spießte seine glücklosen Opfer damit auf. Die bösartig wirkenden Greifer trennten die Gliedmaßen ab. Die ganze Zeit war die abgestandene Luft derart von Schreien erfüllt, dass selbst Arthas erzitterte. Der Kampf war erbarmungslos und verlustreich, doch schließlich zogen sich die Neruber in die Schatten zurück, aus denen sie gekommen waren. Sie hatten mehrere der ihren zurückgelassen, deren acht Beine zappelten wild, bevor die Spinnenwesen sie einrollten und starben. »Worum zum Teufel geht es hier eigentlich?« keuchte Arthas und wirbelte zu Anub Arrak herum. »Diese Neruber gehören zu eurer Art. Warum haben sie uns angegriffen?« »Viele von uns, die während des Krieges der Spinne fielen, wurden wiederbelebt, um dem Lichtkönig zu dienen«, antwortete Anub Arrak. »Diese Krieger aber«, und er wies mit dem Vorderbein auf einen der Leichname, »starben niemals. Dummerweise kämpfen sie immer noch, um Nerub von der Geißel zu befreien.« Arthas blickte auf die toten Neruber hinab. »Wirklich dumm«, murmelte er und hob eine Hand. »Im Tod dienen sie nun demjenigen, den sie im Leben bekämpften.« Als er schließlich in das schwache Licht der überirdischen Welt hinaustrat und die kalte, saubere Luft einatmete, war seine Armee mit neuen, frisch verstorbenen Rekruten aufgefüllt, die ihm allesamt bedingungslos gehorchten. Arthas ließ Invincible anhalten, er zitterte und wollte einfach nur ein Weilchen rasten und die frische Luft genießen. Die Luft wurde schnell vom verfaulten Gestank seiner eigenen Armee verpestet. Anub Arrak kam vorbei, blieb stehen und blickte ihn einen Moment lang unerbittlich an. »Keine Zeit zum Ausruhen, Todesritter. Der Lichtkönig braucht uns. Wir müssen ihm dienen.« Arthas warf dem Gruftlord einen Blick zu. Der Tonfall des Wesens deutete auf so etwas wie Unmut hin. Diente Anub Arrak dem Lichtkönig nur, weil er es musste? Würde er sich gegen den Lichtkönig wenden, wenn er es könnte? Oder, noch wichtiger, würde er sich gegen Arthas wenden? Die Kräfte des Lichtkönigs schwanden, und so auch die von Arthas, wenn sie beide schwach genug waren. Der Todesritter beobachtete, wie der Gruftlord sich entfernte. Er atmete tief ein und aus. Dann folgte er ihm. Arthas wusste nicht mehr, wie lange sie durch den dichten Schnee und die tobenden Winde gezogen waren. Irgendwann verlor er fast das Bewusstsein, so schwach war er. Nur mit Mühe kam er weiter. Seine eigene Schwäche erschreckte ihn, doch er zwang sich zum Durchhalten. Er durfte nicht versagen. Nicht jetzt. Sie überquerten einen Hügel und Arthas sah den Gletscher in der Mitte des Tals und die Armee, die ihn dort erwartete. Beim Anblick so vieler Krieger, die nur hier waren, um ihn und den Lichtkönig zu bekämpfen, erwachten seine Lebensgeister wieder.
Anubarak hatte zuvor zahlreiche seiner Kämpfer hier zurückgelassen und sie warteten nun auf ihn, stoisch und bereit. Weiter unten, näher am Gletscher, erblickte er ganz andere umhereilende Gestalten. Er war zu weit entfernt, um zu erkennen, doch er wusste, wer diese Leute sein mussten. Sein Blick wanderte nach oben und er hielt den Atem an. Da war der Lichtkönig, tief im Gletscher, eingesperrt in sein Gefängnis. Arthas hatte ihn in seinen Visionen gesehen. Er hörte nur mit halbem Ohr zu, als die Noruber zu Anub-Arak und Arthas eilten, um sie über die Situation aufzuklären. »Ihr seid zur rechten Zeit gekommen. Illidans Streitkräfte haben ihre Position am Fuß des Gletschers eingenommen und...« Arthas schrie, als ihn der schlimmste Schmerz erfasste, den er je erlebt hatte. Erneut wurde seine Welt blutrot, als die Krämpfe durch seinen Körper fuhren. So nah beim Lichtkönig war die Qual, die er mit diesem großen Wesen teilte, hundertfach schlimmer. »Arthas, mein Held, du bist schließlich gekommen.« »Herr«, flüsterte Arthas. Seine Augen waren geschlossen und er hatte die Finger gegen die Schläfen gedrückt. »Ja, ich bin gekommen. Ich bin hier.« »In meinem Gefängnis ist ein Riss, der vereiste Thron und meine Energie sickern daraus hervor«, fuhr der Lichtkönig fort. »Deshalb schwinden deine Kräfte.« »Doch wie kann das sein?« »Hatte ihn jemand angegriffen?« Arthas sah keinen unmittelbaren Feind, sicherlich war er nicht zu spät gekommen. Die Runenklinge, Frostgram, war einst in dem Thron eingeschlossen. Ich stieß sie aus dem Eis, damit sie ihren Weg zu dir finden konnte und dich so letztlich zu mir führte.« »Ich verstehe«, hauchte Arthas. Der Lichtkönig war reglos im Eis gefangen. Er musste das große Schwert mit reiner Willenskraft durch die gefrorene Schicht bewegt und es zu Arthas gesandt haben. Jetzt erinnerte er sich wieder daran, wie das Eis, in dem Frostgram steckte, damals ausgesehen hatte. Es hatte wie zerbrochen gewirkt, als würde es zu einem größeren Stück gehören. So viel Macht, gebündelt, um Arthas hierher zu bringen. Schritt für Schritt war Arthas hergeführt worden, geleitet, kontrolliert. »Du musst dich beeilen, mein Held, mein Schöpfer. Der Dämonenlord Kil'jaeden hat seine Untergebenen ausgeschickt, um mich zu vernichten. Wenn sie den vereisten Thron vor dir erreichen, ist alles verloren. Die Geißel wird vernichtet sein. Nun eile dich. Ich werde dir alle Macht überlassen, die ich erbringen kann.« Plötzlich begann eine eisige Kraft, Arthas zu durchströmen, dämpfte die Wut, den rauen Schmerz, beruhigte seine Gedanken. Die Energie war so groß, so berauschend, sie war mächtiger als alles, was Arthas je erlebt hatte. Das war es, wofür er hier war, um diesen eisigen Luftzug zu trinken, um die kalte Stärke des Lichtkönigs in sich aufzunehmen. Er öffnete die Augen und sein Blick war klar. Frostgrams Runen erwachten zu neuem Leben, ein kühler Nebel drang daraus hervor. Feurig lächelnd nahm Arthas die Klinge und hob sie hoch. Als er sprach, klang seine Stimme voll und klar und wurde durch die frische Luft getragen. »Ich hatte eine weitere Vision vom Lichtkönig. Er hat meine Kräfte wiederhergestellt. Ich weiß jetzt, was zu tun ist.« Er zeigte mit Frostgram auf die winzigen Gestalten in der Ferne. »Illidan hat die Geißel lang genug verhöhnt. Er versucht, Einlass zum Thronsaal des Lichtkönigs zu erhalten. Er wird scheitern. Es ist an der Zeit, dass wir ihm die Furcht vor dem Tod lehren. Es ist an der Zeit, das Spiel zu beenden. Ein für allemal.« Mit einem leidenschaftlichen, herausfordernden Schrei schwang er Frostgram über den Kopf. Es sang, begierig nach Seelen. »Für den Lichtkönig«, rief Arthas und stürmte seinen Feinden entgegen. Er fühlte sich wie ein Gott, als er Frostgram mit fast nachlässiger Leichtigkeit führte. Jede Seele, die es nahm, stärkte ihn. Sollten die Pfeile der Blutelfen doch wie Schnee auf sie herabregnen. Seine Gegner fielen wie der Weizen unter der Sense. Plötzlich blickte Arthas über das Schlachtfeld. Wo war der Mann, den er töten musste? Er konnte bislang keine Spur von Illidan entdecken. War es möglich, dass er bereits Zutritt zu dem... »Arthas! Arthas, dreht euch um und kämpft mit mir! Verdammt sollt ihr sein!« Die Stimme war klar und rein und voller Hass, und Arthas wandte sich um. Der Elfenprinz stand nur ein paar Meter von ihm entfernt. Das Rot und Gold seiner Rüstung war gegen die gnadenlose Helligkeit des Schnees so strahlend wie Blut. Sein Blick war auf Arthas fixiert, knisternde Magie umgab ihn. »Euer Weg endet hier, Schlechter!« Ein Muskel zuckte nahe Arthas linkem Auge. So hatte Sylvanas ihn auch genannt. »Tsch«, machte er und lächelte den Elfen an, der einst so mächtig und stark auf den jungen Menschenprinzen gewirkt hatte. Seine Gedanken wanderten zurück zu jenem Augenblick, als Kel, Arthas und Jaina beim Küssen überrascht hatte.
Der Junge, der Arthas damals gewesen war, hatte gewusst, dass er dem älteren, viel mächtigeren Magier unterlegen war. Doch jetzt war Arthas kein Junge mehr. Nachdem ihr bei unserer letzten Konfrontation so feige verschwunden seid, bin ich doch überrascht, euch hier anzutreffen, Kell. Seid nicht böse, dass ich euch Jaina gestohlen habe. Ihr solltet das vergessen und weiterleben. Immerhin gibt es noch so viele Dinge auf der Welt, die ihr genießen könnt. Oh, wartet. Nein, da ist ja gar nichts mehr. Fahrt zur Hölle, Arthas Minithil, zischte Keltas vor Wut bebend. Ihr habt mir alles genommen, was mir wichtig war. Jetzt bleibt mir nur noch die Rache. Er verschwendete keine weitere Zeit damit, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Stattdessen hob er seinen Stab. Der Kristall an der Spitze leuchtete hell und ein Feuerball knisterte in seiner freien Hand. Einen Herzschlag später schoss er auf Arthas zu. Gleichzeitig regneten Eissplitter auf den Todesritter herab. Keltas war ein Meistermagier und viel schneller als jeder, dem Arthas zuvor begegnet war. Er konnte Frostgram kaum rechtzeitig hochreißen, um die anbrandende, feurige Kugel abzuwehren. Der Frostsplitter dagegen entledigte er sich mit Leichtigkeit. Er hob die große Runenklinge über den Kopf und das Schwert zog die Eissplitter wie ein Magnet an. Lächelnd wirbelte Arthas das Schwert und schickte die Eisstücke zu dem Elfenprinzen zurück. Er war von Keltas Geschwindigkeit überrascht worden, doch diesen Fehler würde er nicht noch einmal begehen. »Ihr solltet noch einmal über mich und das Eis nachdenken, Kell«, sagte er lachend. Er musste den Magier reizen, damit er überhastet handelte. Kontrolle war der Schlüssel zur Manipulation von Magie. Und wenn Kell seine Geduld verlor, würde er zweifelsfrei den Kampf verlieren. Kell zog die Augen zusammen. »Danke für den Hinweis«, knurrte er. Arthas straffte die Zügel und bereitete sich darauf vor, seinen Gegner niederzureiten. Doch in dieser Sekunde glühte der Schnee unter ihm im hellen Goldgelb auf und wurde dann zu Wasser. Im Winzelbe sank plötzlich ein und seine Hufe rutschten über den glatten Boden. Arthas sprang ab und entließ das Tier. Er umfasste Frostgram mit neuer Entschlossenheit und streckte seine linke Hand aus. Ein dunkler Ball aus wirbelnder grüner Energie formte sich auf der flachen Handfläche und schoss schnell wie ein Pfeil auf Kell zu. Der Magier wollte kontern, doch der Angriff kam zu plötzlich. Sein Gesicht wurde etwas bleicher und er taumelte zurück. Keltas fasste sich ans Herz. Arthas lächelte, als etwas von der Energie des Magiers nun ihn durchfloss. »Ich nahm euch eure Frau«, sagte er und versuchte wieder, den Magier zu provozieren, obwohl er wusste, dass Jaina den Elfen niemals gehört hatte. Das wusste der auch. »Ich hielt sie des Nachts in meinem Arm. Sie schmeckte so süß, als ich sie küsste, Kell. Sie hasst euch jetzt«, vollendete Keltas den Satz. »Ihr macht sie krank und sie ist von euch angewidert, Arthas. Alles, was sie seitdem für euch empfunden hat, hat sich in Hass verwandelt.« Arthas Brust zog sich zusammen. Ihm wurde bewusst, dass er nie darüber nachgedacht hatte, wie Jaina heute für ihn empfand. Er hatte immer sein Bestes gegeben, um alle Gedanken an sie zu verdrängen. Stimmte es? Hasste Jaina ihn wirklich? Ein riesiger, knisternder Feuerball prallte gegen seine Brust und explodierte. Arthas schrie, als er von der Explosion zurückgeschleudert wurde. Flammen züngelten an ihm empor, bevor er wieder zu sich kam, um den Zauber zu kontern. Die Rüstung hatte ihn beschützt, obwohl die Hitze auf der Haut schmerzhaft war. Doch es erstaunte ihn, dass er derart überrascht worden war. Ein zweiter Feuerball zischte heran, dieses Mal war er jedoch darauf vorbereitet, und er trat dem feurigen Angriff mit tödlichem Eis entgegen. »Ich habe eure Heimat vernichtet, euren wertvollen Sonnenbrunnen verdorben, und ich habe euren Vater getötet.« Frostgram saugte seine Seele direkt aus ihm heraus, Kell. Sie ist für immer fort. »Ja, ihr seid gut darin, ehrwürdige alte Männer zu töten«, spottete Keltas. Der Stich traf ihn unerwartet schmerzhaft. »Immerhin seid ihr meinem Vater auf dem Schlachtfeld entgegengetreten. Was ist mit eurem eigenen, Arthas Minithil? Wie tapfer war es von euch, euren unbewaffneten Vater, der euch mit ausgebreiteten Armen entgegentrat, abzustechen?« Arthas griff an und verringerte mit wenigen Schritten den Abstand zwischen ihnen. Dann schlug er mit Frostgram zu. Keltas parierte mit seinem Stab. Eine Sekunde lang hielt der Stab. Dann brach er unter Frostgrams Angriff. Doch die Verzögerung gab Kell ausreichend Zeit, um eine glitzernde, leuchtende Waffe zu ziehen. Eine Runenklinge, die rot zu glühen schien, im Kontrast zu Frostgrams kaltem, eisigen Blau. Die Klingen prallten aufeinander. Beide Männer strengten sich an. Jede Klinge hielt der anderen stand, während die Sekunden vergingen. Keltas lächelte, als sich ihre Blicke trafen. »Ihr kennt die Klinge, nicht wahr?« Das tat Arthas. Er kannte den Namen des Schwertes und seine Abstammung. Flammenstoß, Philomelorn. Einst von Keltas Vorfahr, Darth Remar Sonnenwanderer, dem Begründer der Dynastie, geschmiedet. Das Schwert war beinahe unbeschreiblich alt. Es hatte den Krieg der Ahnen miterlebt,
die Geburt der Hochgeborenen. Arthas gab das Lächeln zurück. Flammenstoß würde einem weiteren historischen Ereignis beiwohnen. Es würde das Ende des letzten Sonnenwanderers miterleben. Oh, das tue ich. Ich sah, wie es in zwei Teile zerbrach, eine Sekunde, bevor ich euren Vater tötete. Arthas war physisch stärker und die Energie des Lichtkönigs durchfloss ihn. Mit einem rauen Grunzen schob er Keltas zurück und wollte ihm aus dem Gleichgewicht bringen. Doch der Magier erholte sich schnell wieder, tanzte beinahe, als er in eine andere Angriffsposition wechselte und schwang für Lomeloren. Er ließ Arthas nicht aus den Augen. Und so habe ich es neu geschmiedet. Zerbrochene Schwerter sind an der Stelle schwach, wo sie repariert wurden, Elf. Arthas umkreiste ihn und wartete auf den Moment, in dem Kel verwundbar war. Keltas lachte. Menschenschwerter vielleicht, nicht die der Elfen. Nicht, wenn sie mit Hilfe von Magie neu geschmiedet wurden, wenn sie mit Hass und dem glühenden Wunsch nach Rache vereint wurden. Nein, Arthas. Lomeloren ist stärker als je zuvor, und ich bin es auch. Ich und die Sindurei, wir sind stärker, weil wir gebrochen wurden, stärker und mit einer Bestimmung versehen. Und diese Bestimmung verlangt, euch sterben zu sehen. Der Angriff kam plötzlich. In einem Moment beschimpfte Keltas ihn noch und im nächsten kämpfte Arthas um sein Leben. Frostgram schlug gegen Flammenstoß ein und die alte Elfenklinge hielt. Verdammt, der Elf hatte tatsächlich recht gehabt. Arthas flog zurück, er fühlte sich getäuscht und dann schlug er mit Frostgram in einem mächtigen Hieb zu. Kel sprang beiseite und wirbelte herum. Dann setzte er mit einer derartigen Gewalt und Intensität zum Gegenangriff an, dass Arthas überrascht zurückwich. Er war gezwungen, erst einen Schritt, dann zwei nach hinten zu tun, und plötzlich rutschte er aus und stürzte. Zischend sprang Kel vor und wollte ihn mit einem finalen Schlag erledigen. Doch Arthas erinnerte sich an die Übungen mit Muradin, und der Lieblingstrick des Zwerges fiel ihm mit einem Mal wieder ein. Er zog die Beine an und trat mit aller Kraft nach Keltas. Der Magier keuchte und wurde in den Schnee geworfen. Schwer atmend kam der Todesritter auf die Beine, nahm Frostgram in beide Hände und stieß damit zu. Irgendwie war plötzlich Flammenstoß da. Die Klingen prallten erneut gegeneinander, Keltas Augen brannten vor Hass. Doch Arthas war stärker im bewaffneten Kampf, stärker mit dem stärkeren Schwert, trotz Kels Prallerei über Lomeloren. Langsam, aber unausweichlich näherte sich Frostgram Keltas Kehle. »Sie hasst euch«, flüsterte Kel. Arthas brüllte auf, die Wut beeinträchtigte einen Moment lang seine Sicht. Dann stieß er mit aller Kraft zu und traf den Schnee und die gefrorene Erde. Keltas war fort. »Feigling«, schrie Arthas, obwohl er wusste, dass der Prinz ihn nicht hören konnte. Der Bastard war wieder in letzter Sekunde wegteleportiert. Wut durchfuhr ihn, drohte sein Urteilsvermögen zu trüben. Er schob sie beiseite. Es war dumm gewesen, dass er sich von Keltas derart hatte provozieren lassen. »Verflucht seist du, Jaina. Selbst jetzt verfolgst du mich noch.« »Invincible, zu mir«, schrie er. Er kannte, dass seine Stimme zitterte. Keltas war nicht tot. Doch er war aus dem Weg, und nur das zählte. Er bestieg das Skelettpferd, stürzte sich erneut ins Schlachtgetümmel und ritt auf den Thronsaal seines Herrn zu. Arthas bewegte sich durch die Feinde, als wären sie nur Insekten. Wenn sie starben, belebte er sie wieder und schickte sie gegen ihre Kameraden. Die Flut der Untoten war unaufhaltsam und unerbittlich. Der Schnee unterhalb des Gipfels war aufgewühlt und mit Blut durchtränkt. Arthas blickte sich um, sah die letzten Kämpfe, entdeckte zwar die Blutelfen, doch kein Zeichen ihres Herrn. Wo war Illidan? Eine schnelle Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit. Arthas knurrte leise, als er seinen Gegner erkannte. Noch ein Schreckenslord. Dieser drehte ihm den Rücken zu, seine schwarzen Flügel waren ausgestreckt, der Schnee schmolz unter seinen Hufen. Arthas hob Frostgram. »Ich habe deine Art schon bei einer anderen Gelegenheit getötet, Schreckenslord«, zischte er. »Dreh dich um und stell dich mir, wenn du es wagst, oder flieh in den Nether wie ein feiger Dämon.« Die Gestalt wandte sich langsam um. Riesige Hörner ragten aus ihrem Schädel. Auf den Lippen bildete sich ein Lächeln. Und über den Augen befand sich eine zerlumpte, schwarze Augenbinde. Zwei grüne, leuchtende Punkte befanden sich dort, wo die Augen hätten sein sollen. »Hallo, Arthas«, tief und finster klang seine Stimme. Sie hatte sich deutlich weniger geändert als der Körper des Kaldorei. Die Haut hatte immer noch denselben bleichen, lavendelfarbenen Ton, und er trug noch immer dieselben Tätowierungen und Narben. Doch die Beine, die Flügel, die Hörner. Arthas verstand augenblicklich, was geschehen sein musste. Deshalb war Illidan so mächtig geworden.
Ihr seht anders aus, Illidan. Ich schätze, der Schädel von Gul'dan vertrug sich nicht so recht mit euch. Illidan warf sein gehörntes Haupt in den Nacken. Dunkles Gelächter dröhnte aus ihm hervor. Im Gegenteil. Ich habe mich nie besser gefühlt. Eigentlich müsste ich euch für meinen gegenwärtigen Zustand danken, Arthas. Zeigt eure Anerkennung dem, ihr mir aus dem Weg geht. Arthas Stimme war kalt, und es lag keine Spur von Humor mehr darin. Der vereiste Thron gehört mir, Dämon. Tretet beiseite, verlasst diese Welt und kehrt niemals zurück. Wenn ihr es doch tut, warte ich auf euch. Wir beide haben unsere Herren, Junge. Meiner verlangt die Zerstörung des vereisten Throns. Und es scheint, dass wir uns uneins sind, antwortete Illidan und hob die Waffe, die Arthas einst bekämpft hatte. Seine mächtigen Klauen mit der scharfen, schwarzen Kralle schlossen sich darum und er führte sie mit Anmut und trügerischer Gelassenheit. Arthas verspürte einen Hauch von Unsicherheit. Er hatte gerade erst einen Kampf mit Keltas beendet und obwohl er der Sieger gewesen wäre, wenn sich dieser feige Elf nicht in letzter Sekunde wegteleportiert hätte, hatte das Gefecht ihn doch erschöpft. Illidans Haltung hingegen verriet kein Anzeichen von Müdigkeit. Illidans Lächeln wurde breiter, als er das Unbehagen seines Feindes bemerkte. Er gestattete sich eine Demonstration seines meisterhaften Umgangs mit der ungewöhnlichen dämonischen Waffe. Dann ging er in Position und bereitete sich auf den Kampf vor. Es muss getan werden. Eure Truppen sind entweder vernichtet oder Teil meiner Armee. Arthas zog Frostgramm. Seine Runen leuchteten hell. Nebel stieg aus dem Griff hervor. Hinter der Augenbinde leuchteten Illidans Augen viel heller und grüner, als Arthas sie in Erinnerung hatte. Diese Augen verengten sich, als er die Runenklinge erkannte. Wenn der dämonisch veränderte Kaldurei eine mächtige Waffe hatte, so hatte Arthas auch eine. Ihr endet auf die eine oder andere Weise. Das bezweifle ich, höhnte Illidan. Ich bin stärker, als ihr glaubt. Und mein Herr hat euren erschaffen. Kommt, Junge, ich beseitige den Diener, bevor ich euren erbärmlichen Arthas griff an. Frostgram leuchtete und summte in seinen Händen, so begierig auf Illidans Tod wie er selbst. Der Elf schien von dem plötzlichen Angriff nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Mit größter Leichtigkeit hob er seine Doppelklinge an, um zu parieren. Frostgram hatte schon zuvor alte und mächtige Schwerter vernichtet, doch dieses Mal schlug die Runenklinge nur gegen das glühende Metall und knirschte. Illidan lächelte. Arthas spürte erneut Unbehagen. Die Kraft aus Gul'dans Schädel hatte Illidan tatsächlich verändert. Unter anderem war er physisch viel stärker geworden. Illidan lachte. Es war ein tiefes, hässliches Geräusch. Dann drängte er kräftig gegen Arthas. Arthas wurde zurückgetrieben, fiel auf die Knie und versuchte sich zu verteidigen, während der Dämon ihn niederrang. »Es ist schön, die Position so zu tauschen«, knurrte Illidan. »Ich könnte euch schnell töten, Todesritter, wenn ihr mir einen guten Kampf bietet.« Arthas verschwendete keinen Atem für Beleidigungen. Er biss die Zähne zusammen und konzentrierte sich darauf, die Schläge abzuwehren, die auf ihn einprasselten. Die Waffe war ein Wirbel leuchtenden Grüns. Arthas konnte die Macht der dämonischen Energie spüren, die davon ausging. Genauso würde Illidan Frostgrams grimmige Dunkelheit spüren können. Plötzlich war Illidan fort und Arthas taumelte vorwärts. Sein eigener Schwung raubte ihm das Gleichgewicht. Er hörte ein flatterndes Geräusch, wirbelte herum und sah Illidan über sich. Seine großen, ledrigen Flügel wirbelten die Luft auf, als er außer Reichweite flog. Sie blickten einander an. Arthas kam zu Atem. Er konnte erkennen, dass auch Illidan nicht unbeeindruckt von dem Kampf geblieben war. Schweiß glitzerte auf dem riesigen, lavendelfarbenen Körper. Arthas beruhigte sich. Frostgram hielt er bereit für den Zeitpunkt, wenn Illidan zu einem neuerlichen Angriff herabstürmen würde. Dann tat Illidan etwas völlig Unerwartetes. Er lachte und in einer blitzschnellen Bewegung schien er seine Waffe zu teilen. In jeder seiner mächtigen Hände lag jetzt ein Schwert. »Sieh, die Zwillingsklingen von Azinoth«, höhnte Illidan. Er flog höher, wirbelte die Klinge in seiner rechten und linken Hand und Arthas erkannte, dass er mit beiden Händen gleich gut umgehen könnte. »Zwei glorreiche Kriegslanzen. Sie können als eine einzige verheerende Waffe eingesetzt werden. Oder, wie ihr seht, als zwei.« Es war die bevorzugte Waffe der Verdammniswache und gehörte einem mächtigen Dämonenhauptmann, den ich getötet habe, vor 10.000 Jahren. Wie lange kämpft ihr schon mit eurem hübschen Schwert, Mensch? Wie gut kennt ihr es? Die Worte sollten den Todesritter verunsichern, stattdessen verstärkten sie ihn. Illidan mochte diese zugegebenermaßen mächtige Waffe schon länger führen, doch Frostgram war an Arthas gebunden und er an Frostgram.
Es war weniger ein Schwert als eher eine Erweiterung seiner selbst. Er kannte es, seit er es das erste Mal in einer Vision gesehen hatte, als er gerade erst in Nordend eingetroffen war. Er war sich der Verbindung sicher gewesen, als er es erblickt hatte. Und nun spürte er einen Sog in seiner Hand, der ihre Einheit bestätigte. Die Klingen des Dämons leuchteten. Illidan stürzte wie ein Stein auf Arthas herab. Arthas schrie und konterte, sich des Schlages sicherer als jedes anderen, den er zuvor mit der Runenklinge ausgeteilt hatte. Er riss Frostgram hoch, und als hätte er gewusst, was geschehen würde, spürte er, wie das Schwert tief in das Fleisch des Dämons eindrang. Er zog die Klinge über Illidans Torso und spürte eine tiefe Befriedigung, als der ehemalige Kaldorei vor Schmerz schrie. Und dennoch starb der Bastard nicht. Illidans Flügel schlugen erratisch. Irgendetwas hielt ihn immer noch in der Luft. Und dann schien sein Körper sich vor Arthas entsetztem Blick zu verändern und zu verdunkeln. Fast so, als bestünde er aus schwarzem, violettem und grauen Rauch. »Das habe ich von euch bekommen«, schrie Illidan. Seine Stimme war tiefer geworden. Arthas spürte, wie sie ihn bis ins Mark erschütterte. Die Augen des Dämons leuchteten feurig in der Dunkelheit. »Dieses Geschenk, diese Macht, und sie wird euch vernichten.« Ein Schrei erklang aus Arthas Kehle und er stürzte erneut auf die Knie. Grünes Feuer lief seine Rüstung entlang, verbrannte seine Haut und dämpfte selbst Frostkrams blaues Leuchten einen Augenblick lang. Über seinen eigenen Schmerzensschrei hörte er Illidan lachen. Wieder traf ihn das Teufelsfeuer und Arthas stürzte vornüber und keuchte. Doch als das Feuer schwand und er sah, wie Illidan sich zum Todesstoß bereit auf ihn herabstürzte, spürte er, wie die alte Runenklinge ihm immer noch dabei half, sich zu konzentrieren. Frostgram gehörte ihm und er gehörte Frostgram und derart vereint waren sie unbesiegbar. Gerade als Illidan zum Todesstoß ansetzte, hob Arthas Frostgram an und stach mit aller Kraft zu. Er spürte, wie die Klinge Kontakt bekam, das Fleisch durchbohrt und tief in seinen Gegner eindrang. Illidan stürzte schwer zu Boden, Blut lief aus seinem Körper und schmolz mit einem zischenden Geräusch den Schnee um ihn herum. Seine Brust hob und senkte sich, er keuchte. Die hochgelobten Zwillingsklingen waren nun völlig nutzlos. Eine hatte er fallen lassen, die andere lag in seiner Hand, die nicht einmal mehr den Griff umfassen konnte. Arthas kam auf die Beine. Sein Körper prickelte noch von den Nachwirkungen des Teufelsfeuers. Er starrte den Dämon einen Moment lang an und brannte den Augenblick in sein Gedächtnis ein. Er überlegte, ob er ihm den Todesstoß versetzen sollte. Doch dann entschied er sich dafür, dass er das dem gnadenlosen, kalten Ort überlassen würde. Ein größeres Bedürfnis brannte nun in ihm. Er wandte sich um und richtete den Blick zum Gipfel, der vor ihm aufragte. Er schluckte schwer und stand einen Augenblick einfach nur da, ohne zu ahnen, woher er wusste, dass sich gerade etwas fundamental änderte. Dann atmete er tief ein und betrat die Höhle. Arthas ging wie in Trance den Tunnel entlang, der immer tiefer ins Innere der Erde führte. Seine Schritte schienen geleitet zu werden, und obwohl es kein Geräusch gab, niemand hier war, der ihm sein Recht hier zu sein streitig machen konnte, spürte er die tiefe, dröhnende Macht, noch bevor er sie hören konnte. Er ging weiter und spürte, wie der Ruf der Macht ihn immer näher an seine Bestimmung heranführte. Über und vor ihm war ein kaltes, blau-weißes Licht. Arthas ging darauf zu, rannte fast, und der Tunnel verbreitete sich zu einer Art Thronsaal. Vor ihm befand sich ein Gebilde, das Arthas den Atem raubte. Das Gefängnis des Lichtkönigs lag auf einem gewundenen Turm. Die Spitze bestand aus blau-grün schimmerndem Eis, das eigentlich kein Eis war. Sie ragte hoch auf und schien die Decke der Höhle durchstoßen zu wollen. Ein enger Pfad wand sich serpentinenhaft um die Spitze herum und führte Arthas nach oben. Immer noch von der Energie erfüllt, die der Lichtkönig ihm gewährt hatte, ermüdete er nicht. Doch unwillkommene Erinnerungen schienen ihn wie Fliegen zu piesacken, als er weiterging und einen Schritt vor den anderen setzte. Worte, Sätze, Bilder fielen ihm ein. »Denk daran, Arthas, wir sind Paladine. Rache gehört nicht zu unseren Tugenden. Wenn wir zulassen, dass unsere Leidenschaft sich in Blutrünstigkeit verwandelt, dann werden wir genauso widerwärtig wie die Orks.« »Jaina. Oh, Jaina. Niemand scheint dir irgendetwas abschlagen zu können. Am wenigsten ich. Weise mich nicht zurück. Weise mich niemals zurück. Bitte. Das würde ich niemals, Arthas. Niemals.« Er ging unaufhaltsam weiter nach oben. »Wir wissen so wenig. Wir können sie nicht nur aus unserer eigenen Angst heraus wie Tiere abschlachten.« »Das ist eine üble Sache, Junge. Lass das Schwert hier, wo es verloren und vergessen ruht. Wir werden einen anderen Weg finden, euer Volk zu retten. Wir sollten jetzt gehen, zurückgehen und diesen Weg suchen.« Ein Schritt folgte dem anderen, hoch, immer weiter nach oben.
Das Bild schwarzer Flügel drang in seine Gedanken. »Ich verkünde euch eine letzte Prophezeiung. Erinnert euch daran. Je stärker ihr euren Feind bekämpft, desto schneller liefert ihr ihm euer Volk aus.« Selbst als diese Erinnerungen an ihm zerrten und sein Herz ergriffen, gab es ein Bild und eine Stimme, die stärker und unwiderstehlicher als alle anderen waren. Die Stimme flüsterte und ermutigte ihn. »Du nahst, mein Held, mein Moment der Freiheit kommt, und mit ihm dein Aufstieg zu wahrer Macht.« Er kletterte höher, sein Blick war auf die Spitze gerichtet, auf das große Stück blauen Eises, das denjenigen einsperrte, der Arthurs Fuß zuerst auf diesen Pfad gelenkt hatte. Immer näher zog es ihn heran, bis Arthurs ein paar Meter davor stehen blieb. Lange betrachtete er die teilweise verborgene Gestalt, die darin gefangen war. Nebel stieg von dem großen Eisblock auf und verhüllte das Bild auch weiterhin. Frostgram leuchtete in seiner Hand. Tief aus dem Inneren trat ein schwaches Leuchten von zwei Punkten strahlend blauen Lichts. »Ringe die Klinge zurück«, erklang eine tiefe, kratzende Stimme in Arthurs Geist. Sie war fast unerträglich laut. »Schließe den Kreis, befreie mich aus dem Gefängnis.« Arthurs trat einen Schritt vor, dann einen weiteren. Er hob Frostgram an, dabei wurde er schneller, bis er rannte. Dies war der Augenblick, auf den alles hinausgelaufen war, und ohne es zu merken, brüllte er, als er mit aller Kraft zuschlug. Ein lautes Knacken erschütterte den Saal, als Frostgram traf. Das Eis zersprang, große Stücke flogen in alle Richtungen davon. Arthurs hob die Arme, um sich selbst zu schützen, doch die Splitter flogen harmlos an ihm vorbei. Das Eis gab den gefangenen Körper frei. Der Lichtkönig schrie und reckte seine Arme zum Himmel. Weitere ächzende, knackende Geräusche drangen aus der Höhle. Teilweise stammten sie auch von dem Wesen selbst. Sie waren so laut, dass Arthurs wimmerte und seine Ohren bedeckte. Es war, als würde die Welt selbst entzwei gerissen. Plötzlich schien die Gestalt des Lichtkönigs genauso zu zerspringen wie sein Gefängnis. Vor Arthurs gebannten Blick lösten sie sich auf. Es war nichts, niemand darin. Nur die Rüstung, eisig und schwarz, fiel klappernd zu Boden. Der Helm, vom Kopf seines Besitzers befreit, blieb vor Arthurs Füßen liegen. Er starrte einen Moment lang darauf und ein tiefer Schauder durchfuhr ihn. Die ganze Zeit hatte er einen Geist gejagt. War der Lichtkönig überhaupt jemals hier gewesen? Wenn nicht, wer hatte dann Frostgram durch das Eis bewegt? Wer hatte verlangt, befreit zu werden? Hätte er, Arthurs Minithiel, derjenige sein sollen, der auf dem vereisten Thron eingeschlossen war? War der Geist, den er jagte, er selbst gewesen? Auf diese Fragen würde er nie eine Antwort bekommen. Doch eine Sache war ihm klar. Was Frostgram für ihn gewesen war, würde auch die Rüstung für ihn sein. Er legte die Finger um den stacheligen Helm und hob ihn langsam und ehrfürchtig an. Dann schloss er die Augen und setzte ihn auf den weißhaarigen Kopf. Er war plötzlich wie elektrisiert. Sein Körper spannte sich an, als er die Essenz des Lichtkönigs spürte, die in ihn eindrang. Sie durchstieß sein Herz, stoppte seinen Atem, vereiste seine Adern. Frostig und mächtig durchspülte sie ihn wie eine Flut. Seine Augen waren geschlossen. Doch er sah so vieles. Alles das, was Ner'zhul, der Ork-Schamane, gewusst hatte. Alles, was er gesehen und erlebt hatte. Einen Augenblick lang fürchtete Arthurs, dass er davon überwältigt werden würde. Dass ihn am Ende der Lichtkönig ausgetrickst hatte, damit er hierher kam. Damit er seine Essenz in einen neuen, frischen Körper stecken konnte. Er bereitete sich auf einen Kampf um die Kontrolle seines Körpers vor, doch es gab keinen Kampf, nur ein Vermischen, ein Verschmelzen. Um ihn herum stürzte die Höhle weiter ein. Arthurs bekam es kaum mit. Seine Augen bewegten sich hektisch hinter den geschlossenen Lidern. Seine Lippen bewegten sich. Er sprach. Sie sprachen. »Nun sind wir eins.«